Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen zurück. Hier ist der LST nach einem Jahr Pause und da gibt's gleich ein fettes, dickes Special. Wir spielen es nochmal. Mein absolutes Lieblingsspiel, XCOM Terror from the Deep. Zweiter Teil der berühmten XCOM-Reihe. Ja, und während im Hintergrund das schöne Intro läuft, zu dem ich absichtlich nicht mitrede, werde ich gleich mal ein paar Sachen erklären. Wer das Intro genau sehen möchte, der kann sich später in aller Ruhe angucken. Ich rede absichtlich nicht mit und lese nicht vor, weil der Text teilweise ein bisschen zu schnell geht und da komme ich nicht mit. So, also ich spiele es nochmal, XCOM Terror from Deep, das zweite Mal. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Erstens, mein erstes Terror from the Deep Let's Play. Das war gleichzeitig auch mein allererstes Let's Play überhaupt. Und obwohl ich es spielerisch sehr gut finde, gab es ein paar Probleme. Die Technik war teilweise nicht gut, also es war wirklich eine ganz schlechte Auflösung, 320x200, und der Spielsound war zu laut, die Kommentare zu leise, und nachdem es mein erstes Let's Play war, war auch der Kommentar ein bisschen schrottig. So, und ich möchte, nachdem ich in meinem ersten Let's Play nicht so viele Punkte des Spiels gezeigt habe, das jetzt ein bisschen nachholen. Ich hoffe, dieses Mal klappt es mit der Molekularsteuerung. Das ging ja beim ersten Let's Play nicht. Und ich möchte auch so andere Sachen zeigen wie Panzer und so. Und ich möchte mehr erklären über das Spiel. Würde auch gerne die ganzen Texttafeln vorlesen, die wir zum Beispiel in der Forschung bekommen. Und natürlich möchte ich dieses Mal die Abonnenten mit einbeziehen. Also wenn ihr wieder als Soldat dabei sein wollt, wie bei unserem XCOM Enemy Unknown Let's Play, dann schreibt mir eine PM am besten oder schreibt mir einen Kanalkommentar oder schreibt einen Kommentar unter dieses erste Video. Wichtig, unter das erste Video. Die anderen werde ich nicht checken. Und dann werde ich euch der Reihe nach, wer als erster kommt, in dieses LP als Soldaten einbauen. Dieses Mal nehme ich es mir allerdings vor, gute Abonnenten, die schon lange dabei sind und immer wieder kommentieren, zu bevorzugen. Das finde ich nur fair. So, wir starten ein neues Spiel und ich muss ja sagen, das erste Mal wage ich mich selbst persönlich an einen höheren Schwierigkeitsgrad als Anfänger. Also ich habe auch privat das Spiel nie auf Schwierigkeitsstufe 2 bis 5 durchgespielt, sondern immer auf Anfänger. Dieses Mal werden wir alter Hase machen. So, also für die, die das Spiel jetzt gut kennen, wird es vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich werde jetzt alles erklären, damit auch Leute das Spiel verstehen, die das gar nicht kennen. Interessiert vielleicht ein paar, weil ja demnächst ein Remake vom ersten Teil rauskommt. Also, was wir hier sehen, ist der sogenannte Geoscape. Und auf dem Geoscape müssen wir nun eine Basis im Wasser errichten. Es geht nämlich bei diesem Spiel darum, dass wir eine Alien-Invasion von unterhalb des Meeresspiegels, also unterhalb des Wassers, abfangen. Deswegen brauchen wir eine Basis im Wasser. Und hier können wir jetzt schön unsere Erde rotieren und uns den guten Platz aussuchen. Wichtig ist dabei, dass wir uns Territorien aussuchen, die nahe an Ländern sind, die große Geldgeber sind. Also zum Beispiel das Europäische Syndikat oder Nordamerika oder dieser asiatische Block mit Japan, Korea und China. Also das wären gute Plätze für eine erste Basis. Ich entscheide mich hier mal mittendrin zwischen Europa und USA. Ungefähr hier, da haben wir eine gute Abdeckung und die nenne ich jetzt einfach mal LST Nummer 1. Also wieder ganz originell. So, jetzt steht unsere Basis und hier sieht man das Datum. Wir starten im 1. Januar 2040. Wir können hier die Spielgeschwindigkeit auf dem Geoscape verändern und diese Elemente hier dienen einfach nur der Bewegung auf dem Erdball.
Man sieht, man kann sie hier rotieren oder tilten und so weiter. So, jetzt gleich der nächste wichtige Punkt des Spiels, unser Stützpunkt. Das ist so ein Hauptbildschirm in unserem Mikromanagement-Bereich. Hier wird sehr viel gemanagt. So, und hier sehen wir unseren Basisaufbau. Hier haben wir U-Boot-Boxen, wo unsere U-Boote sind, die wir brauchen, um UFOs abzufangen oder sogenannte Tritons rauszuschicken, mit der wir dann Bodeneinsätze starten können. Und bevor ich weiter erkläre, möchte ich mich vielleicht ein bisschen entschuldigen gleich mal am Anfang. Ihr wisst ja vielleicht, ich war ein Jahr im Ausland jetzt und ich habe keine Chance gehabt, Deutsch zu sprechen. Also es kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen oft verrede am Anfang oder wenn ich was vorlese, dass ich viele Fehler mache. Da erstmal Entschuldigung, ich muss mich einfach wieder reinfinden. So, aber weiter. So, ein Kern jeder Basis ist diese Luftschleuse hier. Die wird benötigt. Das ist der Eingang zur Basis. Und um die Luftschleuse rum kann man die verschiedenen Einrichtungen bauen, die benötigt werden. Zum Beispiel Wohnblocks wie hier für Soldaten, Techniker, Wissenschaftler. Wir haben einen Standard-Sonar. Das ist ein Radar, mit dem können wir UFOs finden. Dann haben wir noch allgemeine Lager. Da wird alles gelagert, wie der Name schon sagt. Wir haben Labore, die wir für die Forschung brauchen, und Werkstätten, um Gegenstände zu bauen, wie Waffen, Flugzeuge bzw. Unterseefahrzeuge in diesem Teil, ja. Und Rüstung oder anderen Sums. So, es besteht die Möglichkeit da gleich mal am Anfang, dass unsere lieben Aliens unsere Basis ja infiltrieren können, und das können sie durch die U-Boot-Boxen und durch die Luftschleuse. Deswegen machen viele Leute ein besonderes Basis-Layout. Man sieht nämlich hier die Übergänge zwischen Luftschleuse und U-Boot-Boxen zu den anderen Einrichtungen. Also da können die Soldaten, aber auch die Aliens frei hin und her wuschen. Also viele Spiele machen es dann so, dass die U-Boot-Boxen und die Luftschleusen isoliert werden von den anderen Teilgebieten, damit es einfacher ist, die Aliens abzufangen, falls mal in die Basis kommen. Bei meiner ersten Basis werde ich das nicht berücksichtigen. Wenn wir später aber noch weitere Basen bauen, wir können nämlich noch 7 zusätzliche Basen bauen, dann werde ich euch mal solche Layouts zeigen. So, aber jetzt machen wir mal unsere ersten Schritte unter Einrichtungen bauen. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist noch ein Wohnblock. Und jetzt möchte ich euch gleich mal was zeigen. Wir können jetzt hier nicht Einrichtungen einfach ins Wasser bauen. Hier steht es nämlich schon, sie können nur neben einer bereits vorhandenen Zelle bauen. Das heißt, hier jetzt in diesen Teilbereichen, aber nicht einfach so lose ins Wasser. So, wir wollen auch ein Langstreckensonar haben, weil dieses kleine Sonar hier, das hilft uns nicht sehr, UFOs zu finden. Und hier die Zahlen sagen, wie lang, wie viele Tage die Einrichtungen brauchen, bis sie gebaut sind. Also unser großes Sonar haben wir in 25 Tagen. Was ich noch gerne hätte, wäre gleich nochmal ein Labor. Hier oben übrigens unsere verfügbaren Mittel, also ein bisschen aufpassen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Quarantänestation und ich werde noch 2 Lager bauen. Torpedo-Verteidigung gegen die Alienschiffe werde ich noch nicht bauen. Ich warte, bis wir bessere Verteidigung erforscht haben. So, das soll es erstmal sein. Dann haben wir hier Aquanauten. Das sind unsere Soldaten. Und da habe ich ja gesagt, da werde ich Abonnenten nehmen. Aber sie bekommen erst die Abonnentennamen, wenn unsere Soldaten in einem Einsatz waren und ja einen Rang aufgestiegen sind. Erst dann werde ich sie umbenennen. Und so lange bleiben sie namenlos, bekommen jetzt einfach nur eine Nummer von mir. So, das machen wir jetzt mal schnell für alle 8, denn am Anfang hat man nur 8. Man sollte in diesem Spiel auf seine Soldaten sehr aufpassen. Die sind quasi das wichtigste Gut des Spiels und die können nach einem Rollenspielsystem quasi aufsteigen. Man sieht hier die Werte, Zeiteinheiten. Es ist ein rundenbasierendes Spiel, also man braucht für jede Runde Zeiteinheiten fürs Bewegen, Schießen. Man hat einen Ausdauerwert, Gesundheitswert, einen Mutwert. Der Mutwert sagt aus, wie schnell
Soldaten auf dem Feld resignieren, wenn zum Beispiel etwas schief läuft, dann können sie in Panik verfallen oder durchdrehen. Die Reaktionsgeschwindigkeit, Treffergenauigkeit, Wurfgenauigkeit zum Beispiel für Granaten und einen Stärkewert, der sagt unter anderem aus, wie viel ein Soldat tragen kann, ohne damit er Zeiteinheiten verliert, schon von vorne heraus, bevor er sich bewegt. Hier kommen noch zwei weitere Werte hinzu später, aber dazu mehr, wenn wir soweit sind. Später können wir jedem Soldat eine Panzerung geben und hier haben wir noch Statistiken, wie welcher Rang ist der Soldat, wie viele Einsätze hat er hinter sich gebracht und wie viele Abschüsse hat er. So, noch ein kleiner Tipp. Viele Leute sortieren die Soldaten nach Mut aus, zum Beispiel wenn er Mut unter 20 hat, also da möchte ich gleich mal sagen, auch wenn das viele nicht glauben, das ist absoluter Schwachsinn, das hat mehrere Gründe, denn sobald man zum Beispiel einen Offizier hat, der einen hohen Rang hat, dann wirkt sich das positiv auf die restlichen Soldaten aus, das heißt dann quasi auch, der Mutwert spielt keinerlei Rolle mehr und der Mutwert hat auch keinen Einfluss später auf psionische Werte, auf Molekularsteuerungswerte, aber das werde ich später erklären, wenn es soweit ist. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen sputen, denn Folge 1 ist fast vorbei. Jetzt müssen wir noch eine kleine Sache erledigen. Wir können hier Sachen kaufen, wie Waffen zum Beispiel. Ich werde nochmal 4 Aquanauten kaufen, also Soldaten. Dann werde ich nochmal 10 Wissenschaftler draufhauen. Techniker brauchen wir im Moment noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Gasmunition für später. Da werden wir mal 30 kaufen. Das ist für unsere Abfangfahrzeuge. Wir brauchen noch ein paar Jet-Harpunen. Nochmal 4, 6. Und ruhig ordentlich Muni dazu. Da werde ich mal 48 kaufen. So, dann schauen wir mal, was wir noch brauchen können. Wir brauchen ein paar Granaten. Da werde ich auch mal 30 kaufen. Jetzt wird aber bald unser Lager voll sein, nehme ich an. Wir brauchen chemische Leuchtraketen für Nachteinsätze dringend. Wir brauchen Thermotaser, um Aliens ja stunnen zu können, also um sie ohnmächtig zu machen. Wir können nämlich auch lebende Gefangene machen. Und ich will unbedingt ein bisschen Magna-Stoff, Sprengstoff. Aber jetzt seht ihr schon, das Lager ist voll. Also lasse ich das vorerst mal weg und kaufe später. Okay. Bis die Sachen und Leute eintreffen, dauert es natürlich ein paar Tage. Die Zeit läuft nicht weiter, während wir hier in diesem Screen sind. So, und jetzt können wir unser U-Boot ausrüsten. Ihr seht hier 2 Barracudas. Das sind unsere Abfangjäger. Also die schießen die Unterwasserfahrzeuge der Aliens ab. Da können wir auch die Bewaffnung hier auswählen. Die können auch Schaden nehmen. Dann brauchen sie Zeit zur Reparatur. Und unser Triton, der bringt die Mannen an die Bodenmission. Und da können wir jetzt auswählen, welche Leute mit auf die Mission gehen. Zum Beispiel hier, alle sind auf der Triton 1 und dann brauchen die natürlich Ausrüstung. Aber jetzt warten wir erstmal, bis die anderen Sachen kommen. Dazu werde ich die Zeit mal schneller stellen. Und wir haben Glück, am ersten Tag kommt gleich ein Unterwasserobjekt. Glück oder Pech, je nachdem, wie man es sehen will. Das visieren wir jetzt mit einem Abfangjäger an. Dann schauen wir mal, ob wir das erwischen. Tatsächlich, dann haben wir hier die Möglichkeit zwischen verschiedenen Angriffsmodi. Also hier ist unser Radar, da ist das Unterwasserobjekt der Aliens, das Schiff. Und wir können jetzt einen vorsichtigen Angriff starten, einen Standardangriff oder einen vehementen. Am Anfang sollten wir einen vorsichtigen machen, denn unsere Abfangjäger können sehr schnell Schaden nehmen. So, wir haben jetzt das Glück, dass dieses kleine Schiff der Aliens relativ schnell down ging. Jetzt haben wir hier eine Absturzstelle und da können wir jetzt rein theoretisch unsere Mann im Triton rausschicken und die Mission spielen lassen. Ich habe aber jetzt noch gewartet, bis die Sachen hier ankommen. Die will ich nämlich noch ausrüsten. So eine Absturzstelle, die bleibt ungefähr 2 Tage auf dem Globus und wenn man sie dann nicht spielt, dann verschwindet sie. So, jetzt werden wir noch schnell unser U-Boot ausstatten.
Also wir haben 8 Männer, also nehmen wir 8 Chatterbuden mit. Den gebe ich die Möglichkeit, dreimal durchzuladen. Das heißt, 8 mal 3 sollte 24 sein. Diese Zusatzwaffen wie Gaskanonen würde ich jetzt gerne nicht mitnehmen, aber ihr seht schon, wir haben keinen Lagerraum, also müssen wir das mal drauf lassen. Ich möchte jedem Soldaten ja zumindest mal eine Granate mitgeben. Farbgranaten brauchen wir im Moment nicht. Thermotaser brauchen wir jetzt auch nicht. Und Leuchtraketen nehme ich mal mit, falls wir einen Nachteinsatz haben. Vielleicht brauchen wir trotzdem mal 16 Granaten, dass jeder 2 hat. Und dann können wir rein theoretisch schon auf unsere erste Mission gehen. Da klicken wir auf Abfangen, wählen den Triton, Ziel anvisieren, Abstützstelle 1. Dann fliegen wir hin. Ihr seht, es wird ein Tageinsatz. Dann heißt es, wollen wir starten? Ja, U-Boot 1. So, Vorsicht, Aliens in U-Boot und Umgebung. Der Einsatz ist beendet, wenn alle gegnerischen Einheiten vernichtet oder unschädlich gemacht wurden. Bergung der U-Boot-Teile, der Technik und Leichen kann dann beginnen. Um den Einsatz abzubrechen, bringen Sie die XCOM Aquanauten ins U-Boot zurück und klicken das Icon Einsatz abbrechen an. Okay, so. Dann, bevor wir starten mit der Bodenmission, kann man jeden der Soldaten ausrüsten. So, diese Leuchtkörper braucht man nicht, nachdem es eine Tagmission ist. Also ich gebe jedem jetzt mal so eine Jet-Harpune. Das ist so am Anfang die Standardwaffe, wenn man noch nichts weiter hat. Und jedem gebe ich noch 2 Munition und 2 Granaten mit im Gürtel. So. Ganz einfach, dann startet die erste Runde und da mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns beim zweiten Teil wieder zu XCOM. Bis dann.